Willkommen zurück zu Homemade. Lichterbögen, die sind nicht nur bekannt in Skandinavien, sondern mittlerweile auch hier ein beliebtes Element für die Fensterbank. Wie ihr aus einem einfachen Balken einen solchen Lichterbogen selber zaubern könnt und wie diesen auch toll dekoriert, das möchte ich euch dieses Mal zeigen. Für den Lichterbogen benötigt ihr einen Balken, meiner ist 42,5 cm lang, Holzleim, lange Holzschrauben, einen Holzbohrer, silberne Kerzenhalter, kleine Holzschrauben und eine Säge. Wir benötigen vom Balken zwei Stücke, die an einem Ende im 45 Grad Winkel abgeschnitten sind. Ich habe den Schnitt bei 29 cm angesetzt, aber je nachdem wie dick euer Balken ist oder wie groß ihr den Bogen haben möchtet, müsst ihr es natürlich anpassen. Grundsätzlich soll es zusammengesetzt so aussehen. Jetzt werden die beiden Teile miteinander mit Holzleim verbunden. Und dann kommen hier schräg zwei Schrauben. Es hält prinzipiell nur mit Leim, aber wenn ihr ganz sicher sein wollt, dass es hält, schraubt noch die Schrauben hinein. Markiert nun, beginnend von der Spitze, im gleichen Abstand, bei mir sind das 7 cm, jeweils zwei Löcher. Bohrt diese mit dem Holzbohrer vor, sodass sie im rechten Winkel zum Boden stehen. Bohrt in die Kerzenhalter am Rand jeweils zwei Löcher. Das geht bei Aluhaltern sehr leicht. Und steckt zwei kleine Schrauben durch. Schraubt nun die Kerzenhalter mit den Schrauben am Holz fest. An der Spitze musst du den Halter mit Kleber etwas unterfüttern, damit er nicht kippt. Jetzt noch Kerzen in die Halter stecken. Und schon kann man dekorieren. Für die Deko habe ich Tillandsien oder Curlymoos, rot gewachsenen Zierspargel, Eukalyptusfrüchte, Holzstern auf Draht und Pfefferbeeren verwendet. Dann werden die Tillandsien um die Kerzenhalter gewickelt. Die Holzsterne kommen auf die Kerzen. Zum Schluss noch den Zierspargel, Eukalyptus und die Pfefferbeeren mit Draht am Bogen befestigen. Wer möchte, kann noch Granatäpfel und lila Glaskugeln am Brett arrangieren. In der Variante 2 habe ich weiße Kerzen, Nobilis, Eukalyptus, Zierspargel, Stechpalmenblätter, Sternanis, Zimtstangen und Holzanhänger verwendet. Ich hoffe sehr, die Ideen mit dem Lichterbogen haben euch gefallen. Wie ihr wisst, freue ich mich immer sehr über ein Like oder einen Kommentar. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.